Herzlich willkommen zum neuen Short Review Review Let's View. Ihr seht, das Thema ist diesmal ganz klassisch. Star Wars, die Rückkehr der Jedi-Ritter. Es wird ein Dreiteiler. Wie ihr seht, es sind drei verschiedene Magazine, wenn ihr es so wollt. Ein Buch, zwei Magazine zu Star Wars, die Rückkehr der Jedi-Ritter. Alles sehr klassisch, also aus den 80er Jahren. Und ich werde es einzeln begutachten und kommentieren. Dies ist ein Programmheft aus einem österreichischen Kino. Das ist der Filmkurier oder neuer Filmkurier Nummer 325 über die Rückkehr der Jedi-Ritter. Es gab einige Kinos oder Kinoketten, die solche eigens produzierten Prospekte sozusagen oder Werbeheftchen, in dem eine Zusammenfassung des Films erklärt oder gezeigt wird. Oder genau gesagt, das schauen wir uns jetzt auch gleich an. Das lag bereit eben halt für den Kunden oder beziehungsweise für den Zuschauer, die konnte sich erwerben. Ich greife jetzt mal einfach hinein oder ich öffne ihn, diesen Filmkurier über die Rückkehr der Jedi-Ritter. Und wie ihr seht, drin ein klassisches Schwarz-Weiß-Bild von unserer Crew. Luke, Leia, Chewbacca, Han und C-3PO. Das ist ja eine Szene, wo sie zum Waldenmond Endor fliegen in der Tyridium. Links könnt ihr ganz gut sehen die Besetzung, wer spielt wen. Also Mark Hamill, Luke Skywalker, Harrison Ford, Han Solo, Carrie Fisher, Prinzessin Leia und so weiter. Die Regie, Musik, alle Informationen sozusagen, die wichtig sind und auch die wichtigsten überhaupt. Dann der Inhalt, hier ist eigentlich eine kleine Information. Die Truppen der Rebellen bereiten einen neuen Angriff auf das tyrannische galaktische Imperium vor. Zum ersten Mal vereinen sich sämtliche Schiffe der Rebellenflotte zu einer einzigen großen Armada. Kommandant Luke Skywalker und Prinzessin Leia Organa befinden sich auf dem Wüstenplaneten Tatooine, bisschen falsch geschrieben, aber egal. Um ihren eingefrorenen Freund Han Solo aus den Klauen des Unterweltherrschers Jabba the Hutt zu befreien. Sie ahnen noch nicht, dass ihr Aufstand zum Scheitern verurteilt ist. Die finstere imperiale Großmacht ist im Besitz einer knapp vor der Vollendung stehenden bewaffneten Raumstation, die die Vernichtungskraft des fürchterlichen Todessterns noch um ein Vielfaches übertrifft. Naja, gut, das war ja zweiter Todesstern. Sehr interessant, kurzer Inhalt, Fehler passieren, das ist eben halt auch klassisch, es ist wahrscheinlich von dem damaligen Presseheft benutzt worden, diese Informationen, vielleicht ein bisschen umformuliert. Presshefte waren Magazine, ähnlich wie dieses, die den Journalisten während der Pressevorführung, also einer Vorabvorführung des Kinofilms, zur Verfügung gestellt wurden. So, hier gibt es ein paar Informationen über die Dreharbeiten. Und dann können wir hier auch gleich weiter ein wunderbares Schwarz-Weiß-Bild sehen. Chewbacca von Borsch, dem Kopfgeldjäger, geführt. Und gleich hier oben auch noch der Name steht da, Richard Marquand, der Regisseur, und George Lucas am Set. Ich kann jetzt nicht hundertprozentig sagen, welche Szene gedreht wird. Wir sehen irgendwie hier Raumschiff-Triebwerk im Hintergrund. Das könnte was beim Millennium Falcon gewesen sein oder in der Station, beziehungsweise irgendwie im Raumhangar. Jedenfalls sehr viel Informationen über die Entstehung, über George Lucas dann, Schöpfer eines Mythos. Und dann fängt das auch schon an. Hier ist der Rest dann noch. Gerade hier sehen wir Darth Vader. Das heißt, das ist das Empfangskomitee, als der Imperator den zweiten Todesstern besucht. Und hier weiter haben wir dann die kleinen Biografien über die wichtigsten Darsteller. Mark Hamill, Harrison Ford. Wird so ein bisschen erzählt, was sie vorher gemacht haben. Und noch eine zweite Seite? Nein. Und Carrie Fisher. Die drei sind ja die wichtigsten eigentlich, kann man sagen, im Bunde. Hier haben wir noch ein Bild von Leia bei den Ewoks, wo sie gerade die Gefangenen, Han, Luke, Chewbacca und die Droiden hinbringen. Hier greifen sie den Bunker an. Auch eine sehr interessante Rubrik, wie ich hier sehe, als nächstes. Wer ist, was ist?
Was ist 2-1b, der Druid? Druid, der sich in das Imperium schlägt, zurück als Chirurg betätigte und jetzt technische Geräte in der Kommandozentrale der Rebellen bedient. 8D8, Roboter mit schmalem Gesicht, der in Jabbas Roboter-Operationszentrum arbeitet, welche sich im Kesselraum von Jabbas Burgverlies befindet. A-Flügelmaschinen, also der A-Wing. Kleine, keilförmige Kampfmaschinen der Rebellen, die beim Angriff auf den neuen Todesstern eingesetzt werden. Farbe beige mit rostbraunen Streifen. Admiral Akbar, Admiral Pete, was die Allianz ist. Anakin Skywalker, Kampfläufer, ja, also AT-ATs in dem Sinne. Ben Kenobi, auch Obi-Wan und Kenobi genannt. Interessant, die Gleiter, Scouts, also das geht um die Speederbikes. Ja, was haben wir denn als nächstes? Ach hier, also ja, die Bilder haben wir gesehen. Auch hier sehr, sehr schön. Yoda, Han, Luke, wie sie gerade abgeführt wurden zum Salak. Hier die Besprechung kurz vorm Angriff auf den Todesstern. So, was haben wir hier noch? Über Boba Fett zum Beispiel ist auch ein schöner Text. Der berüchtigte Kopfgeldjäger der Galaxis. Er trägt eine ramponierte Rüstung und ist mit einer am Handgelenk befestigten Laserwaffe mit Raketenfeilen und einem Gerät ausgerüstet, das er wie einen Rucksack trägt und mit dessen Hilfe er zum Fliegen vermag. Bosch, ein mit einem Umhang verkleideter Kopfgeldjäger, der Chewbacca an Jabba verkaufen möchte. Bubo, Kreatur in Jabbas Thronsaal mit Froschaugen und längeren hervorstehenden Zähnen von Jabba als Maskottchen betrachtet. Der Bunker, interessant, C-3PO, auch 3PO genannt, ich finde es sehr interessant, wie das beschrieben ist. Klonkrieg, früher Krieg, mit dem Ben Kenobi an der Seite von Lukes Vater kämpfte. Dagobah, auch Sumpfplanet genannt, irgendwie sehr amüsant, ein bisschen, wenn man das heute sieht. Darth Vader, auch der schwarze Lord, Lord Vader oder Lord der Sith genannt. Was steht denn da weiter? Mit schwarzer Maske und schwarzem Umhang ist er dem galaktischen Imperium Inkarnation des Bösen und der dunklen Seite der Macht. Er benutzt seine übersinnlichen Kräfte dazu, den Imperator auf dem Thron zu halten. Von Jedi-Kräften und von diesen ganzen Sachen, das ist ja noch Neuland gewesen. Das ist ja heute natürlich, wenn wir jetzt, wir schreiben es ja, 2022, das ist ja 40 Jahre her. Also schon ziemlich interessant das Ganze. Druide, was die Macht ist, ein Energiefeld, das alle Lebewesen besitzen und die Galaxis zusammenhält. Ja. Hat man Obi-Wan zitiert, was ein Jedi-Ritter ist. Ja, das war schon die vorletzte Seite. So, als letztes haben wir hier ein schönes Bild von Luke, wo er gerade seinen Helm auf Endor abnimmt. Und hier seht ihr auch, neuer Filmkurier, periodisch erscheinende Filmzeitschrift. Die ist im Dezember 1983 erschienen. Ja, und dann seht ihr die Daten des Ganzen. Hier steht jetzt nichts. Doch, es hat mal 3 Mark gekostet. Hier steht 3 Mark. Nee. Oh, hier wird sogar von Einzelpreis 50 Cent. Also es hat wohl ein bisschen Geld gekostet. 50 Cent oder so könnte es gekostet haben. Ja. Aber es ist doch ein wunderbares Stück Zeitgeschichte. Und wer Star Wars, die Rückkehr hier, der mochte überhaupt Star Wars, ja, der wird sich freuen. Auch hier ein wunderbares Artwork als Plakat benutzt worden. Auch sehr berühmt ist dieses Bild übrigens, weil dort der erste Titel, also Star Wars, die Rückkehr der Jedi-Ritter, sollte ja erst die Rache des Sith heißen. Oder die Rache der Jedi-Ritter. War das, glaube ich. Und das hat man natürlich nicht genommen. Und weiterhin das doch zu brutal klang, dem George Lucas. Und dann hat er die Rückkehr der Jedi-Ritter rausgemacht. Ja. Damit beschließe ich jetzt diesen Let's View. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Hinterlasst mir bitte ein Like, wenn es euch gefallen hat. Ein Abo, darüber freue ich mich auch. Und kommentiert, was haltet ihr von diesem wunderbaren, ja, geschichtsträchtigen Programmheft? Ansonsten, wie gesagt, dieses ist ein Dreiteiler mit 3 verschiedenen Star Wars Magazinen. Und ja, schaut euch auch die anderen an. Würde mich freuen. Das war's. Bis zum nächsten Mal.